liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit eurem Xaurok. Später mal mit der Xiel vielleicht. Und zwar werden wir heute noch was ausprobieren. Wir haben nämlich etwas bestellt, und zwar so einen Motor für eine Wiege. Und es sieht so aus. Das ist der Motor bzw. der Wiegenmotor. Ja. Das ist leider alles komplett auf Chinesisch, irgendwie voll doof. Aber das werden wir dann herausfinden, wie das funktioniert. Und dann gibt es hier irgendwie, ich würde mal sagen, das ist ein An- und Ausknopf und hier wahrscheinlich die Stärke und keine Ahnung. Wenn wir herausfinden, wie das funktioniert. Und also auf der Rückseite hier so ein Rollteil hier, ja, dass sich aufrollt und dann hier diese Platte nach oben zieht. Und dann entrollt sich es wieder und löst das wieder und dann soll das wieder runtergehen. Das werden wir jetzt uns mal drüben anschauen, und zwar haben wir da nämlich schon etwas vorbereitet. Und zwar wird das hier so eine kleine Krabbelspielecke für den Kleinen. Und hier haben wir aktuell so eine Hängematte, also eine Sitzmatte, nennt man das eigentlich, ja, so eine Sitzschaukel. Und die benutzen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Die gab es mal für Punkte. Für wenn man wo einkauft, kriegt man so Punkte, und da haben wir das umsonst hergekriegt und wir dachten, das wäre voll cool, aber irgendwie, naja, benutzen wir es nicht so wirklich. So, und das aber bietet sich optimal an, denn da haben wir nämlich so einen richtig fetten, dicken Haken da hängen, wo wir das ganze Konstrukt festmachen können. Und wir haben hier ein Bettchen, das eigentlich auf so einem Gestell drauf ist, und das habe ich jetzt abgefriemelt und habe hier eine Wiege jetzt draus gemacht, und das können wir jetzt dann gleich mit dem Motor verbinden, und dann soll das ja so bouncen, ja, so dann nicht in der Geschwindigkeit, aber so ähnlich, und das hängen wir jetzt dahin und dann schauen wir mal weiter. So, da hängt es, sieht gut aus, ist eigentlich ziemlich einfach da reingehängt. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, man kann da sogar, es hat sogar irgendwie eine Timer-Funktion. Schauen wir mal. Ein bisschen ungünstig ist es, dass es ganz da oben hängt. Weiß nicht, ein bisschen unpraktisch. Aber das kriegen wir hin. So, und wir sind eigentlich zu weit vom Boden weg. Das heißt, dass sich, falls es runterfallen sollte, was ja eigentlich nicht passieren sollte, aber falls, dann würde ihm nichts passieren. So, was sehr, sehr, sehr praktisch ist, ist, dass hier gleich so ein Euro-Stecker dabei ist, weil die in China oder wo auch immer natürlich andere Steckernormen haben. Die würde nicht in eine Steckdose gehen, ne? Das würde nicht passen. Deswegen finde ich das voll cool, dass sie hier so einen Euro-Stecker dazu haben. Da gehen sogar andere Größen, unvorstellbar, was es da wohl für Steckformaten gibt. So, und jetzt kann man das hier da dann reinstecken. Warte mal. So, da rein. Wapp. Und dann müssen wir das hier rein. Ich bin jetzt äußerst gespannt, weil die natürlich auch andere Stromstärken haben, aber wird schon schief gehen. So, okay. Ich grabe mal hier hoch, damit wir was Vernünftiges sehen. So, und jetzt können wir hier das Gerät anschalten. Oha. Das flippt ja gleich aus. Okay. Ist das super? So, vielleicht müssen wir die Federn noch ein bisschen stärker machen. Müssen wir mal schauen. Da gibt es noch zusätzliche Federn. Vielleicht braucht es das noch. Ich weiß nicht, hier kann man auch noch die Stärke einstellen. Ach, Musik! Schau her. Aha. Dann hier. Wenn man es höher dreht, das ist langsamer. Wenn man es runter dreht, dann ist es schnell. Schau. Oh, da hebt sich ab. So, und jetzt ganz langsam hier. Schau, ganz gemütlich. Okay. Und dann hat es hier Musik. Mein Gott, okay. So. Und dann gibt es hier noch Timer-Funktionen. Man kann hier 60 Minuten, 120 Minuten und dann hier, das sind halbe Minuten. Ja. Da kann man zum Beispiel sagen, dass das Ding nach 60 Minuten ausgehen soll. Ja, eigentlich voll geil. Ein bisschen unpraktisch ist jetzt die Couch, muss ich ehrlich sagen. Wollen wir mal gucken, wo wir die noch ein bisschen rüberschieben können. Sieht alles über momentan unordentlich aus, aber lasst euch davon nicht stören.
Aber so an sich schon mal cool. Und genau, bis 15 Kilo darf man das wohl verwenden oder ist es zu empfehlen zu verwenden. Hier sind nur so zusätzliche Federn drin, die man hier reinmachen kann. Ja, falls mehr Gewicht kommt oder wenn man jetzt sagt, ja, das ist schon ziemlich viel, was hier runter geht, ja. Weil das Ding, ja, gar nicht in was. Da ist ein Holzboden drunter. Und deswegen wiegt das ein bisschen was. Aber so jetzt prinzipiell nicht so schlecht. Ich mache jetzt mal die Feder noch rein, weil wie gesagt, also mit Baby wird das ja, obwohl, vielleicht geht es sogar. Schauen wir mal, dann hängt es nicht so weit oben. Ich ruf's mal. Oskar! So, da ist der kleine Freund. Der kann es schon kaum erwarten, sein neues Spielzeug auszuprobieren. Ich ehrlich gesagt auch. Und wir legen ihn jetzt mal rein, mal gucken, wie tief er jetzt sinken wird. Der wiegt jetzt knapp 5 Kilo. Und ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal alles. Erstmal ohne Motor. Wupp. Okay, das ist wie eine Waage. Erstmal so ein paar Meter runter. So, und jetzt anschalten. Mal gucken. Oh, guck mal, er findet das schon gut, glaube ich. Der wird sich sofort beruhigt. Aber das, irgendwie ist das beruhigend. Na gut, okay. Machen wir mal an. Schauen wir mal, was passiert. Ich halte es mal ein bisschen mit Führung. Okay, ja, gut. Okay, das ist doch dieselbe erste Stufe. Das ist die niedrigste Stufe, wohl bemerkt, ja. Oha, okay, warte mal. Ja, gut. Es flippt ja geradezu aus. Das Gute ist, wir haben ja noch ein paar Federn, die wir einsetzen können, damit wir das vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich weiß noch nicht, wie die funktionieren. Sie kann sich kaum verleihen. Entschuldigung. Eigentlich ist das nicht lustig, da liegt mein Baby drin. Aber er hat sich nicht beschwert. Oder er konnte nicht, weil er so geschockt war. Oder er war so geschockt, ja. Oh Baby. Oh Baby. Aber so an sich, glaube ich, finde ich es gar nicht so schlecht. Wenn ich so anfange zu stapeln, beruhigt er sich. Ich weiß nur nicht, wie diese Federn hier funktionieren. Wir haben mal 3,5 Kilo Hantel, die wir mal reinlegen wollen in höchster Stufe. Aber nochmal ganz kurz. Xenon hat ja mal gesehen, wie es ist. Mit ohne Baby. Ohne Baby. Also das ist die höchste Stufe? Das ist die niedrigste. Ach so. Und das ist die höchste Stufe. Okay. Ach hey. So. Jetzt legen wir mal die Hantel rein. Mal gucken, was passiert. Hä? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Jetzt hast du es irritiert. Interessant. Okay, nochmal auf niedrigste Stufe. Ja, das Komische ist, ich dachte, das wäre nämlich die höchste Stufe, weil nach rechts ist. Ah. Ach so. Warte mal kurz. Also ich vermute, durch das Gewicht, das da drin ist, verhält sich das ganz anders. Wenn ich das Gewicht rausnehme, dann flippt es so aus. Ist ja komisch. Ja? So, wenn ich jetzt das Gewicht reinmache, dann verhält sich das ganz normal. Wenn ich jetzt aber die vermeintlich niedrigste Stufe einstelle, dann ist mit Gewicht so. Hättest du halt mal die Anleitung gelesen. Ja, die ist auf Chinesisch. Ich kann kein Chinesisch. So, und jetzt ist es ohne Gewicht, ist genau andersrum. Das ist ja verrückt. Wie kommt das so zustande? Das ist ja komisch. Mit Gewicht auf niedrigster Stufe ausflippen. Okay, vielleicht mal zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Ne? Da hinten ist ein Motor, ja, der auf, ab rollt. So, nehmen wir mal die höchste Stufe, vermeintliche, ja. Die rollt weniger ein. Aha, ja, dann brauchen wir ja gar keine Zusatzfedern. Solange ein Baby drin liegt. Obwohl, Schaden tut es trotzdem nicht, glaube ich. Wir haben jetzt hier auch schon eine reingekriegt. Also ein bisschen Friemelarbeit, aber geht. Geht schon, geht schon. So, wir haben jetzt eine Feder rein. Baby ist drin. Und dann schauen wir mal jetzt. Es ist halt echt schwierig zu sagen, weil hier ist ein Zahn drauf, jetzt steht es auf 10 und komischerweise mit Gewicht ist 10 weniger intensiv als 1, aber es ist halt echt schwer zu sagen, wie die halt so ticken. Ja, probieren wir es einmal aus. Es ist auf jeden Fall auf der höchsten Stufe.
Prinzip gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist vielleicht echt gut, erst das Baby reinzusetzen und dann anzuschalten. Wenn man echt was im Gewicht verändert, dann flippt es erstmal aus, so ungefähr, und dann beruhigt es sich. Beziehungsweise, je nachdem, wie man es einstellt. Und jetzt kann man hier dann runter reduzieren. Und irgendwie, obwohl man es so niedriger stellt, flippt es viel mehr aus. So. Aber er ist ruhig. Doch. Das scheint ihn nicht zu stören. Nö, ich glaube, er findet es ganz cool. Oh Gott. Wir machen jetzt mal einen Langzeittest. Oh ja. Wir lassen ihn jetzt einfach mal hier drin und lassen ihn aus dem Fenster schauen. Ist sowieso ganz witzig. Und dann schauen wir mal, ob er sich irgendwann meldet oder es vielleicht sogar einschläft. Schauen wir mal. Ich finde es beruhigend, ehrlich gesagt. Ist auch gar nicht so laut. Ja, also den Motor. Weil ich oft gelesen habe bei diesen teuren Modellen, dass der Motor so laut ist. Also ich finde, den Motor an sich hörst du gar nicht. Nur die Federn. Ja. Den Motor hörst du nicht. Nö. Ja, bin mal gespannt, auch wie lange das Ding hält. Aber im Prinzip ist da ja nur ein Motor drin. Der geht normalerweise nicht kaputt. Und, ja, ist schon witzig. Vor allem mit Timer, ne? Da kann man sagen, okay, 60 Minuten, mehr gibt's nicht. Nee, schön. Ja, so praktisch. Schön ist, dass wir da gleich noch eine Steckdose haben. Das Kabel kann man schön hier so ranlegen, vielleicht noch ein bisschen fixieren, damit sich das Ding nicht drehen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Boah, ich glaube, das passt. Also, wir sehen uns in einer halben Stunde oder 60 Minuten wieder oder wann er sich auch immer meldet. So. Ja, es sind ein paar Wochen ins Land verstrichen und wir haben heute den Kleinen wieder in der Wiege und das Balz chillt vor sich hin und er ist gerade wach geworden und ich dachte, ich mache heute mal ein Abschlussvideo davon. Und zwar ist das ganze Ding echt praktisch, macht echt viel Spaß, glaube ich, auf jeden Fall. Zumindest funktioniert es nicht immer, aber meistens ganz gut. Ja, also wenn er natürlich jetzt irgendwas anderes braucht, außer Schlaf oder Ruhe, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber so, wenn alles okay bei ihm ist, dann findet er das eigentlich ganz lustig. Und schläft auch manchmal dabei ein. Das ist eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das tut ihm auch meistens ganz gut. Und ich kann das Ding auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, Fazit. Daumen hoch. Hat sich gelohnt. Für uns auf jeden Fall. Wie es bei anderen ist, weiß ich natürlich nicht. Und ja. Ich würde sagen, wir holen den Kleinen heute mal raus. Nach 2 Wochen Dauerwippen kann man das schon mal machen. Und genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es aber das liked, dann das Tschüss.